Den Hengsteisee gibt es seit 1929. Er ist ein vom Ruhrverband betriebener Stausee im Verlauf der Ruhr zwischen den Städten Hagen, Dortmund und Herdecke. Er ist einer der 6 Ruhrstauseen und nach dem angrenzenden Hagener Ortsteil Hengstei benannt. Eine Runde um den See ist etwa 8 Kilometer lang. Auf dem Rundweg kommt man nicht nur an der Ruhr, sondern auch an der Lenne vorbei, die auch ein Zufluss dieses Sees ist. Am Nordufer befindet sich das Industriedenkmal Köppchenwerk und der ehemalige Adelssitz Niedernhof, wo es ein Café gibt. Der Hengsteisee ist übrigens ein Wassersportrevier. Auf dem See wird gesegelt, gerudert und Kanu gefahren. Er ist allerdings kein Badegewässer.